Schon. Mein Tau ist riesig und du bist klitzeklein. Meine Hand ist unfassbar groß und ich ziehe dich durch den ganzen Raum. Und die Treppe runter. Nein, natürlich nicht. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Ich habe ein schönes Spiel entdeckt, beziehungsweise eigentlich habe ich es nicht entdeckt, sondern ich habe es schon ziemlich lange. Ich habe es vor super langer Zeit mal gespielt und zwar ist es House Flipper. Aber nicht nur das, es gibt jetzt gerade ein absolut neues Add-on, also ein neues DLC dazu. Es ist vor einer halben Stunde ungefähr ist es rausgekommen. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon drauf gewartet, weil ich dachte, es wird euch bestimmt gefallen. Normalerweise geht es ja an House Flipper darum, ein Haus quasi aufzuräumen und wieder neu zu machen und dann wieder teurer zu verkaufen. Das heißt also, wir kriegen so eine richtige Bruchbude, reißen alles raus, machen alles sauber, machen es richtig schön. Vielleicht machen wir es aber auch richtig eigenartig und versuchen es dann wieder weiter zu verkaufen. Das Schöne ist aber, es gibt ein neues DLC und zwar heißt es Pets, ja? Pets, Tiere. Man kann jetzt also auch Haustiere haben. Ich weiß nicht ganz so genau, wie das funktioniert, weil es sieht so aus, als könnte man richtige Tierzimmer erstellen und als könnte man auch Tiere kaufen. Ich habe nur gerade gehört, es gibt wohl unendlich Tiere, also unendlich viele Tiere, die man haben kann, aber man braucht wohl auch so ein bisschen Platz. Mal gucken, inwieweit wir das so ausreizen können. Und es gibt wohl nicht nur Hunde und Katzen, sondern ich habe auch so Terrarientiere gesehen. Ich weiß nicht, ob es auch Schlangen oder irgend sowas in der Art gibt. Also ich bin da super frisch. Ich habe mich nicht großartig viel informiert, weil ich mir dachte so, boah, es macht so Spaß, das neu zu entdecken. Und ich hoffe, ich entdecke da auch einiges. Vielleicht haben aber auch ein paar Zuschauer schon Erfahrungen gemacht und können mir da noch mal ein paar Tipps geben. Es kann ja sein, in der Zwischenzeit, wo ich jetzt das Video schon geschnitten habe, dass ihr da auch schon mal gezockt hattet. Werde ich vielleicht auch noch zwischenzeitlich machen. Ich weiß es nicht genau. Oder ob ich euch da komplett dran teilhaben lassen möchte. Ich muss wohl erstmal die Voraufgaben erfüllen, weil ich jetzt einen neuen Speicherstand gestartet habe, weil mein alter Speicherstand auf dem alten PC ist. Schon mal sehr doof. Naja. Heißt aber, wir kriegen jetzt erstmal unser allererstes Haus und unsere Zentrale, sage ich jetzt mal. Guck mal bitte, das ist wunderschön, oder? Auf unserem Laptop gibt es dann neue Aufträge für neue Häuser. Ne? Dann gibt es zum Beispiel alte Omis, die irgendwie Hilfe brauchen, weil ihr Haus kaputt gegangen ist. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Das hatte ich mir geholt, das Addon. Habe es aber nicht gespielt, weil mein Speicherstand nicht da war. Jetzt habe ich gedacht, egal. Und das ist das neue Addon. Hier, Haustiere. Guckt euch das mal an. Oh, es gibt auch Kaninchen. Endlich, wir haben auch mal Kaninchen. Gab es ja sonst immer nicht. Vielleicht haben wir auch Hamster und Meerschweinchen. Oh, cool. Treppen gibt es neu. Neue Häuser und vieles mehr. Ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt. Wie so ein Flitzebogen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ich werde mal versuchen, das so ein bisschen zusammenzucutten, weil wir müssen ja jetzt erstmal hier aufräumen. Und es gibt einiges an Unkraut. Sind Brennnesseln, aber Brennnesseln sind ja eigentlich kein Unkraut, sondern Brennnesseln haben ja sehr, sehr viele schöne, gute Fähigkeiten. Und ein Unkraut ist jetzt hier eigentlich ein ganz schöner Unname, finde ich, für so eine gute Pflanze. Ich weiß, sie brennt. Und das ist natürlich nicht so schön. Kleiner Tipp hier oben auf der Karte, ne, da rechts in der Ecke. Da sehen wir ja gar nichts. Hä, habe ich das ausgestellt? Hä, komisch. Ich hatte sonst immer da oben. Es gibt irgendwie keine Einstellung. Egal, ich mache erstmal das ganze Unkraut weg. Oh, okay. Ach so, das gehörte schon dazu. Ja, jetzt wurde mir gesagt, ich habe ein Tablet. Kann ich jetzt noch nicht benutzen. Na gut, dann nicht. Ich glaube, hier hat seit Jahren keiner mehr den Garten gemacht. Überall Zeug. Oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt bekommen. Drücke die untere Taste, um Fähigkeit Gärtner zu verbessern. Ich kann das ja noch gar nicht, hä? Egal, das Unkraut ist auf jeden Fall erstmal so gut wie weg. Und jetzt müssen wir natürlich unsere Tür freiräumen. Weg damit. Die ganzen Kartons weg. Ist das nicht eine wunderschöne Tür? Mm. Zeit zum Laptop zu gehen. Quietsch. Oh, da habe ich aber nicht gewohnt. Was habe ich denn hier unten alles? Nee, oder? Das habe ich jetzt gemietet? Oder ist das jetzt mein... Ziehe ich da jetzt einfach nur ein? Und das ist meins? Und das ist alles ziemlich eklig. Mein Laptop. Na gut, dann gucken wir doch mal. Ich habe noch nicht genug Geld für ein Haus. Aber es schaut so aus, als ob in meinem Postfach der erste Auftrag wartet. Hier, kann ich auch alles wegschmeißen. Wegschmeißen. Alle Zeitung. Alter Karton, noch mehr. Bäh, wer will bitte in so einem Bett schlafen? Das sieht so ekelhaft aus. Und der Teppich und der Boden, alles ist so Ah, 25.000. Ist so schlecht ist es jetzt nicht. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Oh weia, Sandra Ziegler ist nicht so erfreut. Eine E-Mail, Betreff. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Guten Tag, ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facebam sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und diese aus Rache verwüstet hat. Der Arsch hat sogar meinen Heizkörper mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizung, so wie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen.
Beste Grüße, Sandra Ziegler. Ja, ich bin gerade am Überlegen, was machen wir denn jetzt? Ich zeige euch einfach nur so kurz einen Umriss, was hier so passiert ist, weil ich möchte euch ja unbedingt die Tiere zeigen. Ja, am Anfang muss ich wahrscheinlich erstmal alle Sachen freischalten, das sehe ich jetzt schon. Jetzt habe ich nämlich erst den Mob bekommen und wahrscheinlich kann ich jetzt noch gar keine Tiere irgendwie aufnehmen, wenn ich die ganzen Sachen noch nicht habe. Also wenn ich noch keinen Mob habe und ich weiß gar nicht genau, was da noch alles fehlt. Mob, Besen, Wischer, streichen und so. Das ist also das Haus hier von Sandra Ziegler. Oh, sieht doch eigentlich ganz süß aus, ne? Ja, ein bisschen Unkraut hier draußen ist auch wieder da, aber ich glaube, die hat mich jetzt nicht bestellt, um das Unkraut wegzumachen. Ich hab's jetzt einfach mal weggemacht. Was? Löwenzahn ist doch kein Unkraut. Löwenzahn ist auch voll gut. Was für eine Unverschämtheit. Ich klopfe mal. Hallo, Sandra. Sind Sie zu Hause? Sieht schlecht aus. Der Mann hat ja die Wohnung verwüstet, hat sie gesagt, ne? Also meine Aufgaben, räume den Müll auf, reinige die Verschmutzung, montiere die Geräte, Heizung. Ja, guck, wenn ich das hier jetzt wegräume, seht ihr da hinten schon die Prozentzahl hochsteigen. Ich habe schon fast alles hier weggeräumt. 43%. Da muss ich mal gucken, was ist hier Müll und was nicht. Das ist eine Vase, das ist wohl kein Müll. Aber das ist Müll. Dosen hier. Was hat er denn hier gemacht? Hat er so eine heimliche Party gefeiert, während sie im Urlaub war. Und da hat hier die Heizung einfach mitgenommen. So eine Schweinebacke. Jetzt kann ich mein Tablet öffnen. Ah. Und darüber kann ich nämlich Sachen kaufen. Montiere die Geräte. Hier, Heizung. Guck mal, wir brauchen eine Heizung. Also ich frage, welche brauche ich denn? Steht da gar nicht. Ich nehme einfach mal die günstige. Ich hoffe, die passt. Die muss ja hier dran. Dann montiere ich die mal hier. Da das Schnüffelstück zusammen und hier ein bisschen zusammen schrauben, ne? So, wir kennen uns ja aus. Hier oben auch noch. Da muss auch wieder zusammengeschraubt werden. So, und das Ding hier hochkurbeln und fertig ist die Heizung. Haben wir das nicht wunderbar gemacht? Also ich weiß nicht, ob sie das hier so, muss ich das jetzt auch putzen? Wir gehen einfach mal, ach nein, ich muss putzen, oder? Nee, ich kann auf reinigen ändern. Ah, da, guck mal. Hier, mit meinem Mob mache ich einfach mal hier ein bisschen das Sofa sauber. Man kennt es, man macht es immer so. Mit dem Mob einfach aufs Sofa drauf. Oder hier ein bisschen Fernseher sauber machen mit dem Mob. Mhm. Ja, wir tunken den Eimer irgendwo rein und machen dann mit dem Mob alles weg. Perfekt. Guck mal hier auch auf den Tisch, machen wir auch damit sauber. Den Fußboden, nachdem wir da vorne auf der Couch rumgerubbelt haben. Jetzt vom Boden wieder oben auf die Küche und an die Wand mit dem Ding. Super. Sieht fast aus wie neu. Ah, da sind noch ein paar Dosen, die haben wir vergessen. Und in der Spüle machen wir natürlich auch mit dem Mob sauber. Ist doch logisch. Die müssen noch weg. Die Dosen hier, die sehen nicht gut aus. Ach so, es hat so ein Geräusch gemacht, weil jetzt kann ich theoretisch schon das hier verlassen. Ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt bekommen. Ach, jetzt kann ich ja wirklich hier einsetzen. Schnelle Händchen. Scharfsinniger Blick oder weite Reichweite. Aufräumen geht schneller. Ich bin doch schon schnell. Ich drücke da einmal drauf, dann ist das weg. Du siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Das finde ich tatsächlich gut. Der Mob hat eine weitere Reichweite. Ich glaube, ich nehme mal das hier, dass ich das auf der Minimap sehe. Also falls ich da irgendwie mal was suche, wäre es doch nicht schlecht. Vielleicht sehe ich dann auch das Unkraut. Hier oben habe ich auch noch einen Punkt bekommen. Gärtnern. Schnelleres Pflanzen, 80%. Das ist jetzt nicht so das, was ich jetzt gerade so am wichtigsten finde. Ich mache einfach mal das hier, damit ich den ungemähten Rasen besser sehen kann. Aber eigentlich im Grunde brauche ich das nicht. Sichtbares Unkraut. Ach, guck mal, da. Ja, dann nehme ich doch das. Da sind doch noch einige Verschmutzungen. Habe ich erst 85%. Hier, genau, der Eingang. Der ist ja noch gar nicht sauber. 98. Fertig. Soll ich hier auch noch mal kurz ein bisschen aufräumen? Ich weiß ja nicht. Ich muss das irgendwie. Ich kann das jetzt nicht einfach so stehen lassen. Erstmal den Tisch hier gerade hinstellen. Das sieht doch nicht schön aus sonst. Ist eh so wenig Platz. Versuch es mal so ein bisschen hier in die Richtung zu schieben. Ja, wir ordnen das alles so ein bisschen gerade an. Das sieht auch nicht schön aus. Sie freut sich doch, wenn sie nach Hause kommt, dass hier ordentlich ist. Alles durcheinander. Was hat er denn hier gemacht? Der ist überall gegengerammelt. Da hat sich aber keinen netten Mann ausgesucht, der hier sowas macht, wenn sie nicht zu Hause ist. Ex-Mann. Wir wissen, warum es der Ex-Mann ist. So. Das kann man so hinterlassen. Oh, da ist noch eine Kerze. Die ordnen wir auch noch ein bisschen hübsch an. Die freut sich doch bestimmt, wenn wir einfach ihre Wohnung aufräumen. Ach was, guck mal, wir könnten ja gehen, aber das ist ja auch alles... Oh, nee. Hä, das müssen wir auch noch machen? Jetzt haben wir hier nochmal Verschmutzung. Ih, mit dem ekligen Mob wieder über das Bett drüber. Ja, okay, schick. Ich bin raus. Nein, da ist noch was. Nein! Ih! Ih! Oh, Brechdurchfall im Waschbecken. Boah. Und auf dem Boden. Der hat einfach überall hinge... Reden wir einfach nicht drüber. Das hängt hier auch so auf 7:30. Das war bestimmt mal hier auf der Seite. Okay. Alle Aufgaben wurden erfüllt und ich habe 655 Dollar bekommen. Nicht Dollar, Euro. Hier draußen sieht man zwar das Unkraut, aber irgendwie muss ich das, glaube ich, nicht wegmachen. Das war unser Auftrag hier bei Sandra. Und jetzt können wir wieder gehen. Nachgetane Arbeit. Haben wir für einen Tag 655? Also ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Oh, guck mal, das war das Vorher-Nachher-Bild. Gut, dass wir das nochmal alles ordentlich gemacht haben. Ja, sieht doch viel schöner aus. Das mag ich ja, ne? Von außen sieht man leider nicht so viel. Hab ja von außen auch nichts wirklich gemacht. Ich wäre ja auch ein großer Freund, wenn wir hier unser Haus mal selber ein bisschen schön machen. Irgendwie...
Alleine so der Dreck hier, der gefällt mir nicht so wirklich. Ja, guck mal, den können wir da auch mal wegmachen. Kann ich mein Bett vielleicht auch damit putzen? Wohl nicht. Da muss ich mir wahrscheinlich ein neues Bett kaufen. Diese Tür, die sieht ja auch aus. Sollen wir das mal machen? Sollen wir hier mal auch alles schick machen zu Hause? Das ist aber nicht meine Mission für heute. Guck mal. Oh, wollt ihr hier? Oh Gott. Nein. Den würde ich am liebsten sofort wegmachen. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe für heute. Vielleicht mache ich das wirklich nochmal. Ich hätte ja Lust, hier mir selber nochmal so ein schönes Häuschen oder unser kleines Häuschen auf jeden Fall schön zu machen, weil das geht sehr, sehr viel schöner. Ich könnte alles neu machen. Oh, ah, das geht auch mit dem Mob, natürlich. Ja, da oben auf der Karte, da seht ihr diese schwarzen Dinger. Das ist, glaube ich, entweder Dreck oder Müll oder ist das von außen? Hä? Ach, was hier, das was von außen? Egal. Ich muss mich zusammenreißen. Ha, hier, ich habe neue E-Mails gekriegt. Das ist von diesem Garden-DLC. Das brauchen wir auch nicht. Jetzt kann ich mir was aussuchen. Putzaktion in Garage. Bin gerade echt am Überlegen. Schaffe ich das überhaupt in einer Folge? Oder machen wir erstmal so eine Einführungsfolge? Komm, wir machen mal das ja. In der Garage, die muss entrumpelt werden. Und dann müssen wir alles rausschmeißen und neu machen. Oh, das ist aber ein richtig gepflegter Garten. Bis auf die paar Dinger, die da in der Mitte so rumfliegen. Ja, das gehört aber nicht zur Aufgabe. Ich muss wahrscheinlich hier rein. Boah, da auf der Minimap sieht man schon, was da alles los ist. Oh, hallo. Leute, was habt ihr denn hier gemacht? Hier ist eine Bombe eingeschlagen. Ich hole schon mal meinen fetten Mob raus. Das ist der magische Wischer. Der sieht alles. Oh, der ist aber langsam. Kann ich den nicht vielleicht ein bisschen hochleveln, damit ich da mal schneller wischen kann mit? Reifenspuren, alles. Hier ist Öl ausgelaufen. Irgendwas Schnodder vom Winter. Im Regal. Wir können überall putzen. Ja, guck mal, die Hälfte haben wir schon. Über die Hälfte. Auf dem Tisch auch wieder. Eieiei. Unter den Fahrrädern. Vielleicht soll ich erstmal die Fahrräder wieder hinstellen. Ach doch, hat sogar geklappt. Gut, ich schmeiße erstmal die ganzen Sachen weg. Hier, die sind ja auch alle schon schlecht. Warum? Ah, schon wieder ein neuer Fertigkeitspunkt. Wieso schmeißt man denn alte Reifen nicht weg, sondern tut die einfach da, also lässt die da einfach so liegen? Es sind ja so viele. Ach nee, die sind neu. Die sind alt. Aha, guck mal, kann man kaum unterscheiden voneinander. Weg mit dem ganzen Zeug. Überall Müll. Ah, die ganzen Kisten sind weg, super. So viel Kisten, wo einfach nichts drin ist. Oder vielleicht auch Müll. Warum hat man das? Jetzt muss ich nur noch die Fenster reinigen und vielleicht die Fahrräder aufstellen. Komm, wir machen das so ein bisschen ordentlich. Ich stelle das hier an die Wand. Und das auch. So, ein bisschen nebeneinander. Das kann man so lassen. Hier könnte man natürlich noch ein bisschen aufräumen, ne? Kann im Grunde halt auch alles nehmen und alles nochmal gerade hinstellen. Dann hat man am Ende so ein hübscheres Vorher-Nachher-Bild. Das ist schon so ein bisschen befriedigend, finde ich. Oder auch, wenn man das hier alles nochmal anhebt und nochmal richtig hinlegt. Da ist auch noch ganz viel Werkzeug. Ja gut, im Prinzip muss ich jetzt nur noch die Fenster reinigen. Da habe ich jetzt so einen netten Wischer hier. Oh mein Gott, ist der laut. Jo, wir ziehen mal hier so unsere Bahn. Oh, der ist super dünn. Ich hätte gerne einen etwas größeren. Oh, fertig. Das war ja wild. Einmal Garage aufräumen, 397 Euro. Okay, kann man machen. Also wer möchte, dass ich einmal seine Garage aufräume, das mache ich auch gerne für den Preis. Also, wenn ich denn so schnell fertig bin. Warum soll man denn das wegmachen? Das sieht doch voll schön aus. Nee, Leute, ich lasse das. Das sieht schick aus. So, tschüss. Ah, mein Vorher-Nachher-Bild. Wunderbar. Ah, aus der Perspektive auch nochmal. Gut, dass wir das Fahrrad aufgestellt haben, die Fahrräder. Schick. Warum wird denn das immer noch so hässlich angezeigt hier, mein Haus? Das sieht doch gar nicht mehr so schlimm aus. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt. Hast du bemerkt, dass unter Galerie auf dem Tablet, Galerie mit Doppel-L, wie Galle, ein beliebiges Foto von der Festplatte laden, ne? Du kannst Plakat oder Bild an der Wand aufhängen kannst. Achso, ich kann das selber als Poster aufhängen, oder wie? Ich kann auch die Kamera benutzen. Der Stuhl ist ja auch voll dreckig. Schnell mal sauber machen. Läuft bei mir. Ich kann oben auch die Wand putzen mit dem. Ich habe gerade mal Spinnenweben weggemacht. Mann, wann kann ich denn das hier spielen? Schließe den ersten Pets-DLC-Job ab. Ja, wann kommt er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich glaube, ich muss erstmal lernen zu streichen. Da bestimmt. Amarantrote Wände. Bonjour. Ich würde gern dem doch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Ich hätte gerne einen Teil der Wände in Amarantrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, ich hätte fast vergessen. Können Sie auch die kaputten Steckdosen reparieren? Merci im Voraus. Amanda Johnson. Amanda Johnson. Das machen wir doch gerne für Sie. Gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Ja, darauf habe ich spekuliert. Nun kannst du die Wände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Und das soll ich jetzt auch sofort machen? Wir gehen erstmal rein, ne? Okay, also hier sieht es gar nicht so aus, als ob irgendwas kaputt ist. Hä? Sieht doch ganz gut aus. Steckdose. Ach, hier soll ich eine Steckdose. Oh, ja, okay. Die muss man auf jeden Fall montieren. Erstmal hier die Schraube rausdrehen. Vorderteil abmachen. Noch mehr Schrauben. Noch eine. Das alte Ding. Eieiei, das ist ja uralt. Das ist schon das Neue. Okay, das müssen wir anschließen. Das kommt in die Mitte. Drehen wir dann fest. Braun ist Erdung, ne? Der macht einfach, was er will. Also ich habe das jetzt gerade nicht entschieden, wo ich das reinstecke. Das tut der.
Da haben wir die braune rein, anmachen und dann rein und wieder festzurren. Und dann haben wir schon den ersten Auftrag hier drin erledigt. Ich wusste nicht, dass ich das auch kann, aber okay. Ich habe auch schon mal Steckdosen ausgehebelt. Steckdosen rausgeschlagen. Ich habe in die Wand reingeschlagen und dann sollten da Steckdosen rein. So, und ich habe schon wieder irgendwelche Verbesserungen bekommen, die ich jetzt machen kann. Ja, ich nehme nochmal hier das mit der Minimap. Scharfsinniger Blick, dass ich das besser sehe, wo ich noch irgendwas machen muss. Dann habe ich irgendwas goldenes Händchen. Schnellere Montage, schnelleres Vergipsen oder schnelleres Fliesenlegen. Ich nehme mal Montage, weil bisher kann ich ja noch nichts anderes. Und ich kann jetzt besser den Preis verhandeln. Ich habe zwar noch nichts verhandelt, aber vielleicht kann ich ja jetzt noch ein bisschen was rausholen. Zahlung für Aufträge plus 10%. Was soll das heißen hier? Preisverhandelbar? Dass ich generell verhandeln kann oder was? Schnelle Aufträge. Anforderung der Aufträge minus 2%. Ah, dass ich nicht alles machen muss und dass ich den schnell abschließen kann. Nö, das will ich glaube ich gar nicht. Ich nehme einfach mal höheres Einkommen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Sichtbare Maulwurfhügel. Das Gärtnern ist mir gerade eigentlich nicht so wichtig. Ja, wir stehen jetzt hier im Flurstück. Da steht 7 Quadratmeter, aber hier ist nichts zu tun. Also gehen wir mal weiter. Badezimmer, muss ich hier was machen? Auch nicht. Oh, das ist aber schick. Das ist aber sehr schön. Hier können wir auch wieder raus. Dann haben wir hier ein Kinderzimmer. Das ist aber schon ein bisschen älter, das Kind. Wenn das schon so einen eigenen PC hat. Oh, dann gehen wir mal hier weiter. Hier müssen wir was streichen. Mit den Farben Amaranthfarbenes Abenteuer und Grau. Darf ich mir aussuchen, wie? Ich glaube, ich darf es selber auswählen. Dann muss ich wohl zum Shop. Boden und Decken. Ich suche keine Fliese, ich suche Farbe. Wo ist denn die Farbe? Wisst ihr was? Ich suche einfach. Suche nach Amaranth. Das werden wir finden. Amaranthfarbenes Abenteuer. Das weiß ich immer noch nicht, wo es ist. Unterwände. Tja, wie viel brauchen wir da wohl? Brauchen wir L oder brauchen wir M? Wir brauchen halt nochmal Grau, deswegen nehme ich einfach mal M, weil es mir angeboten wurde. Stellen wir hier auf den Boden. Da, Wände, Farben, genau. Boah, so viel unterschiedliche. Ich brauche einfach nur Grau. Stahlgrau? Nee, Grau-Beige? Nee. Ich brauche doch einfach nur Grau, oder bin ich jetzt doof? Jetzt nicht ganz normal. Alter, wie viele Farben gibt's da? Das ist grau. Ha! Und pink finde ich, also Amaranth sieht aus wie pink. Jetzt haben wir hier einmal die Rolle zum Streichen. Ich mache einfach so abwechselnd vielleicht die Wände. So, wir sehen uns gleich wieder. Ich streiche einfach mal. Ich mache mal was ganz Wildes. Ich lasse mal in der Mitte frei. Mach mal in der Mitte grau. So, guck mal. Na, oh, neuer Fertigkeitenpunkt. Das sieht ja richtig cool aus. Ho! Bin gerade ein bisschen begeistert, muss ich ja mal sagen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir das so als Highlight quasi so lassen sollen und dann hier einfach grau und grau oder hier pink. Ich mache erstmal mit grau, glaube ich, weiter. Jetzt habe ich hier wieder einen Fertigkeitenpunkt bekommen. Ich glaube, ich nehme mal das hier, Grundlagen der Malerei, weil ich dann keine Farbe beim Streichen verwende. Sonst kann ich halt immer zigtausendmal drüber streichen und dann ist plötzlich die Farbe weg. Habe ich eben festgestellt, du verbrauchst so viel Farbe. Das hier ist zwar auch cool, schneller streichen und zwei Wände, das ist mega gut. Aber das erste würde ich, glaube ich, erstmal das hier nehmen. Dann hört das nämlich automatisch auf und sonst malt das hier immer weiter. Boah, das ist ja richtig wichtig. Gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich diese Wand hier fertig habe. Okay, das ist mir fast schon zu dunkel. Bin am Überlegen, ob ich jetzt auf dieser Seite komplett pink machen soll. Oder ob ich dann hier wieder, ich glaube, ich mache hier nochmal grau. Und hier zwischen machen wir dann pink. Kleines Update. Es wird ganz schön bunt. Okay, ich bin fertig. Ich habe hier die Dinger so ein bisschen abgesetzt. Einfach nur, weil ich nicht wollte, dass es so mega boring aussieht. Ja, ich finde, es ist okay. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn man einfach nur diese Wand als Highlight so gemacht hätte und nicht das andere auch noch so komplett. Es ist eigentlich ein bisschen sehr bunt. Aber egal, wir haben die Farben halt da und deswegen haben wir es einfach mal gemacht. Und in der Zwischenzeit habe ich hier nochmal so einen Fertigkeitspunkt bekommen und ich werde das hier machen. Ich kann jetzt zwei Wände auf einmal streichen. Und damit das nachher nicht so hässlich aussieht, ich glaube, verkaufe ich die Dinger hier wieder. Kriege ich sogar noch Geld wieder. Oha. Sonst sieht ja alles schick aus, dann beenden wir einfach den Auftrag. Moment mal, 75%? Abbrechen. Ist hier noch ein Raum? Ah, oh, so, ich muss eine Steckdose reparieren. Upsi. Oh, die sieht auch noch gut aus. Ach, da. Okay, okay, dann machen wir das auch noch. So ein dreckiges Ding hier. Sieht ein bisschen anders aus als das andere. Das war so eine Doppelsteckdose. Jetzt sind wir aber wirklich fertig. Oh, das hat ja nochmal richtig viel gebracht. Irgendwie, was war das eben? 700 irgendwas? Jetzt haben wir 1000. Ja, da bleibe ich doch gerne nochmal länger für eine Steckdose. Jetzt habe ich 100%. Beenden. Vorher? Hä? Sieht genauso aus. Achso, ich hätte hier natürlich auch noch was machen können, habe ich aber nicht. Ah nee, das war die Steckdose. Hat man voll gesehen. Ich will mein Haus schön machen. 3 neue E-Mails. Na komm schon. Nein! Na gut, dann machen wir halt auch noch hier den Heizkörper neu. Wenn ich für etwas zahlen soll, dann muss ich voll zufrieden sein. Oder ich zahle einfach nicht. Die Winter sind hart. In meinem Haus gibt es keine Heizkörper. Montieren Sie sie. Kein Bitte, kein Danke, kein Hallo und kein Tschüss. Da bin ich ja begeistert. Mit so viel Liebe werde ich den jetzt auch montieren. Aber das Haus ist schön. So, hallo. Hä, hier war ich doch schon mal, oder? Nee, doch nicht. Da, guck mal, da geht's schon los hier. Heizung. Ich nehme wieder die billige. Krieg das Geld ja sowieso nicht wieder. Hier muss man immer nur das Gleiche machen. Einmal unten, einmal oben, Schrauben festdrehen und rausholen. Vielleicht kriege ich jetzt richtig viel Kohle hier dafür. Ah, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Mein Gott, was ist das denn für eine knallige Farbe? Hier vielleicht? Hier fehlt eine Heizung. Nehmen nochmal die gleiche. Oben festschrauben, rausziehen. Fertig. Ich glaube, das ist richtig schnelles Geld hier. Oh, was ist das denn? Aufdrehen?
Ist das auch eine Heizung? Nee, das ist doch was anderes. Ich habe nicht gelesen gerade. Fertigkeitenpunkt. Fertigkeitspunkt. Waschbecken- und Badezimmerheizung. Verbessern. Ich mache nochmal schnellere Montage. Oh Gott, kann ich mir jetzt hier irgendein Waschbecken aussuchen? Ich nehme das billige. Das da. Wir nehmen ein ganz schickes in schwarz. Hä, was ist das? Ach, das ist... Ja komm, wenn, dann machen wir komplett schwarz. Wasserhahn ist natürlich auch schwarz. Oder nee, der glänzt so ein bisschen. Ja, das ist gut. Das nehmen wir. Jetzt sehe ich doch gerne schwarz. Das sah irgendwie anders aus auf dem Bild. Wo muss das hin? Ist das hier richtig? Ja, da kommt die Heizung dran. Okay. Dann montieren wir das hier. Ah ja. Und jetzt? Ach so, ranschieben. Festdrehen mit der Mutter. Scheibe noch drunter legen. Das hier einmal reinschrauben. Das reinschrauben. Das oben drauf. Das oben drauf. Ach so, das muss man noch festziehen. Das da dran. Hier auch nochmal festdrehen. Das da oben dran. Mein Gott, Wasserhahn. Oh, das ist ja so ein Siphon, ne? Das da, oh Gott. So viele Einzelteile. Ah, ja, das ist ein schwarzes Waschbecken. Habe ich noch nie gesehen eigentlich. Also noch nie so in live. Und die mag ich total gerne. Ich liebe so eine Badezimmerheizung, habe ich auch. Die geht ein bisschen anders als die andere, aber auch nicht sehr kompliziert. Das, da wieder sowas ranschrauben. Auch nochmal ranschrauben, wieder rausdrehen. Krass, ey. Und dafür 746? Jetzt bin ich doch eigentlich fertig. Alles fertig steht da. Ja, okay. Da können wir nochmal gucken. Da hat sich auch nicht wirklich viel verändert. Ja, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, ob da eine Heizung ist oder nicht. Ändert nicht wirklich das Bild. Da hat sich gar nichts geändert. 4 neue E-Mails, wird immer mehr. Jemand muss die Wand abreißen. Ich glaube, da lernt man vielleicht auch noch was. Ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Seit einiger Zeit sind große Räume angesagt. Man braucht sich nur ein bisschen umzusehen. Sogar mein Nachbar und auch sein Nachbar haben einige Wände in ihren Häusern herausgerissen. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ideal hierfür sind die Wände zwischen dem Wohnzimmer, der Küche und dem Flur. Zusätzlich hat ihre Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch. Ich vertraue ihnen und bin fest davon überzeugt, dass eine so professionelle Firma kein Problem damit hat, dass dies schnell und kostengünstig zu machen. Mit freundlichen Grüßen, Johann Pissel. Ja, schauen wir mal. Rausreißen ist ja nicht so schwer, hoffentlich, ne? Einfach einen dicken Hammer nehmen und rein damit. Ich finde, so von außen sehen die Häuser irgendwie gleich aus. Vielleicht sind das so die Tutorial-Häuser, die noch ähnlich aussehen, um erstmal das zu lernen, was man lernen soll. Hier, Moment mal, da steht doch was. Da sehe ich doch die roten Wände eingezeichnet. Zerstöre die Wände. Da, ein dicker Hammer. Die Tür muss auch weg. Sekündchen, kann ich die nicht verkaufen? Krieg ich da nicht noch Geld für? Oh, ich krieg Geld für. Alles mein Geld. Und die hier muss auch weg. Dann kann das doch auch weg. Kriege ich da nicht auch Geld für? Wir spielen hier keinen Diebstahl. Diebstahlsimulator. Nein! Wie tut das denn nicht? Wäre doch schön. Ja, wir machen jetzt aus ein paar Kleinzimmern ein paar größere Zimmer. Weg damit! Oh. Da oben den Sturz raushauen. Ja, oh, ich gehe mal ein Stück zurück. Da fliegt das Zeug. Boom. Oh, das macht was. Oh Gott, ich dachte gerade, ich habe die falsche Wand abgerissen. Gott sei Dank nicht. Ah, weg da. Na, guck mal, da oben, da sieht man schon, da ist es gelb. Warum fällt das denn nicht? Oh. Ach so, da unten ist noch was. Na komm schon. Da verdünnisiert es sich. Die muss auch noch komplett weg. Ich hau mal einfach überall so in der Mitte ein bisschen rein. Vielleicht fällt sie dann von alleine zusammen. Wohl nicht. Vielleicht hier unten nochmal. Ah! Oh mein Gott, das ist fast auch drauf gefallen. Ah, ich habe wieder was gelernt. Das sollte ich vielleicht jetzt machen. Dann kann ich das nämlich gleich nutzen. Schnelleres Abreißen. Leistung gesteigert. Stählerner Trizeps. Verbessertes Equipment. Was ist denn das? Was bedeutet das denn? Schnelleres Abreißen nehmen wir vielleicht? Ich weiß ja nicht, was das für einen Unterschied macht. Verhandlungen kann ich auch noch machen. Ich mache nochmal das hier. Dann kriege ich noch mehr Geld. So, merke ich jetzt schon irgendwas? Ist der besser geworden? Oh, keine Ahnung. Ah, doch. Ich glaube, der ist besser. Oh, wie weit muss ich denn hier noch? Ich hab ja viel, ne? Ich komme da gar nicht dran. Das ist ja hinter der Couch. Ein kleines Stückchen noch. Komm schon. Boah. Noch mehr. Dann nehme ich jetzt mal den verbesserten Hammer einfach nur, weil ich nicht weiß, was es ist. Ja, also, was haben wir jetzt hier abgerissen? Und jetzt? Was ist da denn? Das ist der Lichtschalter. Hä? Ja, dann tun wir den mal vielleicht hier hin. Ach so. Ach, da ist noch einer. Ist einfach runtergefallen. Ja, boah, hier vielleicht auch nochmal so. Normalerweise würde ich jetzt hier auch das nochmal überstreichen. Das sieht ja nicht schick aus. Ich glaube, wir haben noch eine andere Aufgabe. Wenn ich nur wüsste, welche. Da, streiche mit den Farben schläfriges Blau. Mit den Farben schläfriges Blau. Wände. Oh, die ist ja mega süß. Tapete Good Dog. Das ist schon das DLC. Schläfriges Blau. Gut, wir machen erstmal hier. Reicht M für diesen Raum? Ja, komm, versuchen wir. Ich tuck hier mal ein und streiche mal das Ganze hier in Blau. Jetzt kann ich hier zwei auf einmal streichen. Ist das nicht cool? Es geht so viel schneller. Genial.
Das wird doch nie im Leben reichen. Ich hätte L nehmen sollen. Wo sind wir hier? Ach so, im Schlafzimmer. Ich dachte gerade, wir sind im Kinderzimmer. Nein, die Dose ist leer. Ich hätte L nehmen sollen. Mir ist hier ein kleines Missgeschick passiert. Wir reden einfach nicht weiter drüber. Gut, dann kaufen wir halt nochmal M. S wird wahrscheinlich zu wenig sein. L ist zu viel. Ach, jetzt müssen wir das durchziehen. Jetzt mache ich einfach hier auch. Das sieht ja sonst blöd aus. Fertig. Ganz schön knallig. Das verkaufe ich nochmal, dann kriege ich wenigstens noch was zurück. Aber 4.300, what? Nur für die Heizungen und für das? Also Heizungen lohnen sich offensichtlich. Das müssen wir uns merken. Im nächsten Leben werden wir also Heizungsmonteur. Nein, da hätte ich wenigstens nochmal da diese Mauer da blau streichen können. Hätte ja besser ausgesehen. Ja, die zeigen halt echt immer alles, weil man ja in der Zwischenzeit auch tatsächlich noch andere Dinge hätte machen können. Aber du kriegst da kein Geld dafür. Oder kriegst du da doch Geld für, wenn du noch zusätzliche Sachen machst, die du eigentlich nicht hättest machen sollen? Ich glaube nicht. Da sind wir wieder im Trautenheim. Ich würde mir so gerne einfach mal ein neues Bett kaufen. Möbel? Oha. Ich will einfach nur so ein ganz normales, schlichtes Bett. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Platz für ein Doppelbett. Einfach nur sowas. Oder sowas hier. Bettgrille. Ich will gar nichts Besonderes. Ich will nur was ganz Schlichtes. Was kann ich denn hier aussuchen? So ein Holzbett einfach oder so ein graues? Oder sowas hier. Ah, hier kann ich auch noch den Bettbezug wechseln. Ja, ich finde das jetzt auch nicht so mega schön, aber ganz ehrlich, das, was wir da haben, das ist ja wohl oberhässlich. Ich nehme einfach irgendwie sowas. Oh, vielleicht sollte ich das andere vorher verkaufen. Ich habe irgendwie keinen Platz. Kurzzeitig mal hier abstellen. 5 Euro kriege ich dafür. 5,85 Euro. Aha, das ist recht wenig. Ach so, sieht doch schon mal besser aus als eben. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber gut. Immer noch total dreckig, aber wenigstens kann man jetzt hier normal schlafen. Haben wir überhaupt eine Bettdecke? Das sieht so aus, als wäre ich nur eine Matratze. Oh Gott. Anbauwand. Also da lerne ich dann, Wände neu zu bauen. Eben sollte ich welche abreißen, jetzt neu bauen. Ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unserem Haus bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon 3 und ich denke, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, dass sie ein eigenes Zimmer bekommt. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer in 2 Zimmer. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. In das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Viel Grüße, Thomas Pilschner. Ah, das ist das, guck mal, ach so, die hat da hinten so eine Spielecke drin. Das sieht jetzt aber mal ganz anders aus. Nice. Klopf, klopf. Schönen guten Tag. Ich habe gehört, ich soll hier eine neue Wand reinreißen. Reinbauen. Reinziehen. Und offensichtlich soll ich auch noch eine Steckdose reparieren. Was? Achso, ja. Hier, das mache ich mal eben schnell. Und wieder zu das Ding. Wie neu. 350 schon. Ja, hier müssen wir irgendwie rein. Und irgendwas müssen wir rausreißen. Das muss raus. Was ist denn hier hinter? Ja, okay. Das ist einfach nur eine Abstellkammer. Ja, das ist nachvollziehbar. Also brauche ich erstmal wieder meinen guten Hammer, um das hier rauszureißen und danach eine neue Wand reinzuziehen. Oh Gott, ich dachte gerade, das war falsch. Nee, ist doch alles gut. Raus damit! Merke ich schon meinen neuen Hammer? Der, weiß ich nicht, ist der besser? Ja, doch, ist schon besser. Oh, da oben ist es knapp an der Decke. Nicht, dass ich aus Versehen die Decke rausreiße. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, ich hätte die Idee, da vorher mal das ganze Zeug rauszuräumen, besser gefunden. Ist ja nur so eine Idee, ne? Man kann ja auch den ganzen Dreck da im Kinderbett hinterlassen. Aber ich habe ja gehört, die Tochter, die braucht das Bett ja sowieso nicht mehr. Schmeißen wir also direkt in den Müll. Wer braucht schon eBay? Direkt neben der Spielecke. Einfach mal raufhauen. Das haben wir nicht so liebevoll gestrichen. 2 so einen roten Streifen. Das können wir besser. Das zeige ich gleich mal hier. Das können wir besser. Ha, das. Jetzt haben wir es. Jetzt muss nur noch hier das Zeug weggefahren werden. So, weg damit. Kusch, kusch. Ich glaube, das hier ist so ein Hinweis. Ich glaube, hier muss die neue Wand dran. Wie funktioniert das? Stürze bauen. Nee, wir müssen eine Wand bauen. Und zwar. Ah, man sieht das ja auf der Karte. Das ist ja super. Ja, es ist wirklich da. Aha. Okay, lange gedrückt halten. Oh mein Gott, das dauert ja Ewigkeiten. Ja, Leute, ich baue mal eben kurz hier eine Wand und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, neuer Fertigkeitenpunkt. Freimaurer? What? Bauen. Schneller bauen. Die erbaute Wand ist sofort gestrichen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt habe ich dann so eine halb gestrichene Wand, ne? Aber ich glaube generell, ja, oder will man die nicht sowieso danach nochmal streichen? Ich mache mal schneller das Bauen erstmal. Ich konnte mich nicht entscheiden gerade, was besser ist. Ja, merken wir das schon? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich relativ schnell einen neuen Punkt noch kriege. Dann würde ich das nämlich auf jeden Fall mal machen mit der gestrichenen Wand. Jetzt ist es halt eh egal, weil jetzt muss ich sowieso was kaufen. Oh, ich darf sogar was verkaufen. Ja, jetzt hätte ich ja schon vorher verkaufen können, das Kinderbett. Nein, 93 Euro kriege ich noch dafür. Oha, Bettgrille. Das würde eventuell vielleicht hier hinpassen. Ich suche einfach mal. Ach, das ist doch genau das, was ich mir gekauft habe. Oh, okay. Dann nehme ich mal, ja, ich nehme mal so ein helles Holz und so ein bisschen, was nehmen wir? Ich glaube, ich nehme sogar das. Bettgrille. Eigentlich finde ich das cooler da drunter. Hier kriegst du ja dann den Schrank nicht mehr auf. Warte mal, ich stelle mal kurz da ab, das Bett. Und dann verschiebe ich das hier hin. Das kann doch eigentlich auch auf den Tisch. Eigentlich, ich meine, wenn die jetzt schon so groß ist, dann brauchst du das ja sowieso nicht mehr. Wir verkaufen das auch einfach. Ich mache ein bisschen Kohle damit.
Kann sogar ein Haus bauen. Wow. Ja, dann haben wir jetzt hier Platz fürs Bett. Ja, das ist doch okay, ne? Kann ich den nicht da draufsetzen? Doch. So. Aber das sieht doch voll hässlich aus mit der Wand. Dann kriege ich nachher hier so einen Bericht, dann sieht das voll... Ich kaufe einfach irgendeine Farbe. Ich weiß, ich muss jetzt irgendwie so eine schicke Farbe kaufen. Nehm das, das passt so ein bisschen zu den Kinderzimmermöbeln. Und hoffentlich passt es auch ein bisschen zum Schlafzimmer. Dezentes Lila. Ja, komm, nehmen wir. Das zahlen wir aus eigener Tasche. Das ist aber nicht so dezent. Ganz schön knallig. So, von der Seite und dann nochmal hier von der anderen auch. Wir können ja nicht so eine hässliche Wand hier hinterlassen. Ich meine, kann man auch mal nehmen, so als Stilmittel, ne? Aber ne. Passt ja sogar perfekt hier zum Bett. Schau, ein bisschen improvisiert. Den Rest verkaufen wir wieder. 4 Euro. 3.100? Was? Boah, wir werden richtig reich, ey. Stopp, warte mal. Hä, 80%? Was ist denn jetzt schon wieder? Was fehlt denn noch? Hier unten irgendwas im Keller? Oh Gott. Oh, hier ist noch eine Steckdose im Keller. Da wäre ich einfach weggegangen gerade. 3.500. Jetzt haben wir wirklich alles. Oh, komische Perspektive. Ja? Aha. Hä? Nochmal das gleiche Bild? Nee, verwirrend. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Ich weiß nicht genau, ob mir noch irgendwas fehlt, damit ich die Pets-Sachen machen kann. Warum geht denn das nicht? Karte der Aufträge. Moment mal, ich glaube, ich kann jetzt hier rauf. Sag nicht, dass es eben auch schon ging. Was ist das denn für ein Zug? Hä? Aha, da sind noch mehr Häuser. Ich kann aber nur, ich glaube, ich kann nur hier rein. Das geht noch nicht. Okay, hier geht auch noch nicht. Dann gucken wir doch erstmal hier rein. Da ging das die ganze Zeit schon. Ich krieg die Krise. Versteckter Mieter. Alice Finbar wollte schon immer die Welt sehen. Nach ihrem Abschluss an der Universität wollte sie ihre Wanderlust stillen. 3 Jahre später, während einer Wanderung, fand sie ein hungriges, krankes Kaninchen, das zu ihrem Reisepartner wurde. Alice hat vor kurzem ihr erstes Haus gekauft. Sie möchte so schnell wie möglich mit ihrem Kaninchen Jesper einziehen. Sesshaft werden wird für beide eine neue Erfahrung. Oh, wie süß. Das ist ein kleines Kaninchen. Okay, das will ich machen. Das will ich machen, unbedingt. Katzen sehen nichts, das sich direkt unter ihrer Nase befindet. Nee, wir auch. Das Auge kann ja nicht nach unten gucken. Was war das denn? Ich bin auf den Ozean gesegelt, habe den Kilimandscharo bestiegen und bin in Alaska Hundeschlitten gefahren. Aber im Häuserrenovieren bin ich nicht so gut. Wie man hört, vollbringst du Wunder und ich möchte, dass mein Haus eins wird. Aktuell ist es in einem schlechteren Zustand als Machu Picchu. Es sollte mehr sein als nur mein Basislager. Ein Ort, an dem ich arbeiten, leben, chillen und Spaß haben kann. Gemütlich und einladend. Ein richtiges Zuhause für mich und mein Kaninchen. Ich möchte, dass auch er hier glücklich ist. Alles Alte sollte raus und alles Neue rein. Versteckter Mieter. Okay, also sie wird jetzt das erste Mal in ihrem Leben, oder ich weiß nicht genau, ob sie vorher auch schon sesshaft war, aber die waren ganz viel unterwegs. Und jetzt soll man hier ihr es besonders schön machen mit ihrem Kaninchen. Oje, oje. Draußen soll das Unkraut entfernt werden, aber ich meine, vielleicht hat das Kaninchen ja auch noch Verwendung dafür. Das kann man doch bestimmt benutzen. Ein Schmetterling, ein Schmettergage. Boah, die wachsen ja mega hoch. Wo sind wir denn hier? Das ist ja voll krass. Das ist ja wirklich hier draußen der Bahnhof, den man da gesehen hat, ne? Kommt da jetzt auch wirklich ein Zug vorbei? Voll hübsch hier. Oh, da hinten sieht man auch das andere Haus. Das, was ich nicht anklicken konnte. Voll cool, ey. Ja, ich mach mal hier ein bisschen sauber. Beziehungsweise ich mach mal ein bisschen Gartenarbeit. 64% haben wir schon. Oh, es ist so schön hier am See. Ach, da würde ich auch unglaublich gerne wohnen an so einem See. Wobei, da hat man immer Probleme mit Mücken. Naja gut, aber dann braucht man halt irgendwie einfach nur so eine Fliegengitter oder so. Dann nehme ich lieber Fliegengitter und bin am See. 87%. Da haben wir, glaube ich, noch was. Hier unterm Baum. Da wächst noch einiges. Und fertig. Jetzt kann ich reingehen. Wir haben sogar so eine Rückseite. Oh mein Gott. Oh, was ist das denn hier? Das ist aber kein Huppelkaninchenabdruck. Oh, weil ja die Tür ist halt offen. Jetzt soll ich erstmal die Verschmutzung sauber machen. Okay, natürlich. Und dann machen wir das hier auch weg. Wir wollen ja nicht, dass das Kaninchen Angst hat. Sollen wir vielleicht mal von vorne reingehen? Ja, komm. Wir müssen ja auch wissen, wie es von der Vordertür her aussieht. Oh, da stehen Müllsäcke. Ja, die machen wir auch erstmal weg. So. Hat der Vormieter wahrscheinlich noch was stehen lassen. Ist ja oft so, wenn man auszieht. Hallo. HF. Was ist wohl HF? Hausflipper, ne? Da hechelt was. Ich hör's hecheln. Hier ist ein Hund irgendwo. Oha. Federn. Das ist ein Hundehaufen. Hier ist irgendwo ein Hund, glaube ich. Zerdepperter Teller, zerdepperte Tasse und Pipi. Ich mache erstmal hier den Dreck weg. Oh, den kann ich ja sogar so hochheben. Mit der Hand oder was? Oh, der Hund hier, der hat ein Kissen auseinandergenommen und noch eins. Ach, deswegen ist das hier so voller Federn. Ich dachte schon, der hat hier irgendwie einen Vogel zerkleinert. Wäre nicht so toll. Oh, ein Gläschen. Nein, das ist auch kaputt gegangen. So eine schöne Blume. Und überall hat er hingekackt. Oh, ich kann das Licht anmachen. Oh, das ist ja mega nice. Alter Schwede. Der liest wohl gern. Da hat er die Blume markiert. Ja, das müssen wir erstmal wegwischen. Das ist ja nicht so lecker. Auf den Teppich. Ja, den würde ich gerne mal irgendwie anders sauber machen. Das kann ich auch von außen putzen. Da hat er bestimmt auch dran sein Bein gehoben, so alles markiert. Die Treppen, die Spuren, die führen nach oben. Aber ich glaube, hinter der Tür ist was. Also so hört sich das auf jeden Fall an. Da hechelt es. Hä? Ruru? Hier ist auch eine Taube. Da.
Hier ist eine Taube. Ich gucke hier mal rein. Ist hier vielleicht eine Taube versteckt? Hallo? Ich bin doch nicht doof. Hier ist doch irgendwo eine Taube. Ich muss mir einmal alles aufmachen. Oh, das ist im Nebenzimmer. Alter, ich kann jede Schublade öffnen. Die Küche haben wir sauber. Ich habe sie noch nicht gefunden, die Taube. Vielleicht ist sie ja wirklich nebenan. Da draußen ist ein Briefkasten. Fettes Giraffenbild. Das ist bestimmt teuer. Das ist ja mega groß. Größer als ich. Wie machen wir denn das? Machen wir jetzt erstmal die Sachen hier nacheinander? Oder soll ich erstmal gucken, was da hechelt? Ich würde gerne erstmal hier ein bisschen sauber machen. Gegenstand verkaufen. Okay, das ist immer gut. Da kriegen wir ein bisschen Geld. Was sollen wir denn verkaufen? Couch Archaik. Ist das der Couchtisch hier? Ja, bestimmt, ne? Ja. Und das ist die Couch. Zweimal. Okay, dann kann ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen einfacher putzen. Na gut, da war gar nichts mehr. Hier habe ich schon fast alles sauber. Wo ist denn jetzt hier noch was? Gehört das hier vielleicht auch zu dem Zimmer noch dazu? Nee, das ist doch schon wieder das nächste Zimmer. Um Gottes Willen. Was? Okay, gut, jetzt bin ich gerade hier. Jetzt mache ich das hier auch noch schnell sauber. Ich weiß nicht, irgendwo da unten war noch Dreck, aber ich weiß nicht wo. Hier, den kann ich auch wegmachen. Ist hier die Taube? Hier hinter vielleicht? Da ist doch was. Hier, da. Moment, hier hechelt es. Oh, okay, neue Fertigkeit. Aufgaben. Nee, das hier brauche ich. Komm, ich sehe alle Verunreinigungen. Wenn mir irgendwas fehlt, dann kriege ich die Krise. Das sehe ich nämlich jetzt gerade wieder nicht. Und dann mache ich jetzt hier nochmal höheres Einkommen. Oh, nein! Oh, guck mal! Ein Hundi! Ja, warte, Hundi, ich muss erstmal sauber machen, sonst gibt es hier gleich noch mehr Chaos. Ich muss erst sauber machen, dann hole ich dich gleich raus. Oh, wo sind denn die Verschmutzungen? Ich sehe sie nicht. Ach da, das gehört auch zur Verschmutzung, ne? Fenster reinigen muss ich auch noch. Oh Gott! Hier überall Spinnenweben. Da ist noch was. 91%. Wo ist denn hier noch was? Da ist noch Spinnenweben. Ach, da oben ist Dreck. 97%. Ach, was fehlt denn noch? Was fehlt denn jetzt noch, Manu? Wir machen es erstmal schön. Wir machen es erstmal schön, bevor wir dich rausholen. Und ich will wissen, was da gurt. Hier sind noch Müllsäcke. Boah. Dass die Leute immer einfach so das Haus verlassen. Was ist denn hier auf dem Boden? Da sehe ich doch noch Tapser. Ist das hier oben? Ja, Tatsache. Und hier unten? Ah, okay, gut. Komm, wir machen erstmal eins nach dem anderen. Ich will erstmal das hier zu Ende machen. Hier ist auch noch was. Hier ist das Bad, aber hier ist nichts. Hier ist alles gut. Ich dachte, hier sei der Hund, aber der ist hier oben drüber. Auch noch eine Tür. Was? Ist aber süß hier. Kleines Schlafzimmer. Hier ist auch alles gut. Und hier geht's auch weiter. Aber es ist einfach nur eine Abstellkammer. Okay. Na, der ist umgekippt. Den müssen wir auch nochmal hinstellen. So. Dann mache ich nämlich erstmal hier unten alles fertig. Eine weiße Couch. Welche Farbe hat denn das Kaninchen gehabt? Das hat weiß gehabt, ne? Vielleicht sollte man irgend sowas nehmen, was nicht so ganz krass mit den Haaren und so auf. Wir nehmen einfach vielleicht so ein helles Grau und so weiße Beine. Dann machen wir das wieder so in die Ecke. Geht das nicht? Ah, geht doch. So. Dann ein Couchtisch. Der da. Passt ja sogar schon fast. Graue Eiche. Oh, das finde ich eigentlich ganz hübsch. Kühle Eiche. Kühle Eiche, graue Eiche oder weiß? Nee, das finde ich, sieht gut aus. Was für Details. Ah, da oben. Okay, da könnte man vielleicht noch so ein bisschen dunkel. Nee, das sieht blöd aus. Ja, vielleicht so. Oder so. So ein kleines Element noch. Passt dann so ein bisschen zum Boden. Einmal ein Couchtisch. Was ist das andere? Pampasgras. Hä? Ach so. Okay. Ja, wir sind ja eigentlich so ein bisschen hier in der Natur. Deswegen... Ich sehe einfach gar keinen Unterschied. Was ist denn das für ein Unterschied? Das macht doch gar keinen Unterschied hier, oder? Wo ist denn der Unterschied? Ach, ich nehme einfach das. Ja, genau, hier so auf den Tisch drauf. Ach so, oben das Gestrüpp ist dann so braun. Naja, egal. Braun passt ja auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Hier unten haben wir uns alles angeguckt. Oben haben wir alles sauber gemacht. Wie komme ich jetzt hier rein? Oh, ach so, ich kann es einfach... Nein! Oh, jetzt sind die Tauben weg. Och, Manu, ich wollte sie doch wenigstens mal angucken, wie die so aussehen. Ich habe nicht gesehen. Oh Gott, was haben die hier für einen Dreck gemacht? Die haben ja alles hier vollgekackert. Boah, ekelhaft. Ist hier oben noch was? Reinige die Verschmutzung, steht da. Unsichtbare Verschmutzung. Okay, jetzt ist sie weg. Ein Balkon, aber ohne Türe. Schiebetür Robin. Ja, genau, damit der Kleine nicht abhaut, ne? Weiß oder so holzfarben oder schwarz. Das andere ist, glaube ich, auch so holzfarben. Ich mache mal holzfarben. So. Ja, als letztes dann noch das Fenster reinigen. Hä, aber das kann ich ja gar nicht. Wie soll ich das machen? Ich kann auch gar nicht Fenster. Vielleicht muss ich erstmal ihn rausholen. Hallo. Oh Gott, du süßer Kleiner. Oh. Sicher? In meinem Haus ist ein Hund? Ich kann ihn nicht behalten. Das wäre gefährlich für Jesper. Aber mein guter Freund findet sicher eine Lösung. Ich sage ihm, dass er sich bei dir melden soll. Hey, hier ist Morgan. Dieses Hundebaby braucht ein neues Zuhause. Möchtest du es adoptieren? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich möchte ich es adoptieren. Ich könnte einfach ablehnen. Nein. Toll, ich bin mir sicher, dass ihr euch gut verstehen werdet. Besuche morgens Haustierpflege für mehr Tipps oder Gefährten. Einen schönen Tag. Kleinen Papierhut gekriegt. Okay.
okay? Ja, oh, der Süß. Ich würde den gerne mal baden. Der sieht so dreckig aus. Was kann ich jetzt tun? Komm da runter. Ich muss das Fenster noch putzen. Aber welches? Das nicht? Oh, da. Hier kann ich mir Tipps angucken. Warte mal. Da kann ich das Fenster reinigen. Ah, natürlich. Fertig. Hoffentlich ist er noch da. Hier muss ich jetzt irgendwas machen. Benutzen. Hasen sind sehr lebhafte Tiere und brauchen viel Platz. Ja, stimmt. Man kann sie halt auch mal laufen lassen, ne? Freilaufräume sind dazu bestens geeignet, aber manchmal werden sie sich in einem Gehege sicherer fühlen. Besonders dann, wenn es noch andere Tiere oder nicht abgesicherte Treppen gibt. Genau. Hä, der Hund haut ab. Stopp! Habe ich die Tür zugemacht unten? Was nehmen wir denn mal? Das ist größer, oder? Ich glaube, ich nehme das, weil hier steht, dass es keine abgesicherte Treppe und sowas gibt und wir haben ja einen Hund. Dann nehme ich lieber das. Na, Süßer. Dieser Hut. Gegenstand kaufen. Kaninchengehege Bexy. Du bleibst doch hier jetzt, oder? Was kann ich denn mit dir machen? Lassie, ein Hundebaby. Ein Beagle ist das. Alle deine Gerüche sind so interessant und verlockend. Kein Wunder, dass ein Beagle immer wieder verschwindet, wenn sein unglaublicher Geruchssinn ihn auf Reisen schickt. Sein Herrchen wird er aber so schnell nicht verlieren. Persönlichkeit? Lebhaft, sauber, kein Gourmet und ein Racker. Oje, oje. Streicheln. Ah, ich habe eine Riesenhand und das, oder der ist so klein. Hochheben? Ich versuche einfach mal alles. Du bist so süß. Du bist so süß, du Kleiner. Absetzen? Das kann ich noch machen. Belohnung geben. Ah, ich habe was. Da. Hopp. Aha. Hol. Lässiges Tauziehen. Das habe ich alles noch nicht. Eben konnte ich doch noch machen, dass er mir folgen soll. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr machen? Nochmal streicheln. Bringt das irgendwas? Nee, ne? Hä? Ich hab's ja doch da. Oder kann ich das nur drin machen? Hep. What? Ich glaube, er weiß nicht, was er tun soll. Oh nein, er weiß nicht, was er machen soll. Er ist noch nicht so ausgebildet, ne? Hallo? Jetzt hat er sich hingelegt. Ja. Tauziehen? Kann ich das schon machen? Ja. Hallo? Spielen. Tauziehen. Hallo, nimm das. Mein Haustier ist beschäftigt. Aha, komm schon. Komm schon. Mein Tau ist riesig und du bist klitzeklein. Meine Hand ist unfassbar groß und ich ziehe dich durch den ganzen Raum. Und die Treppe runter. Nein, natürlich nicht. Okay, ist ja gut. Ich möchte bitte wieder aufhören. Ich möchte das andere spielen. Tauziehen. Hä, habe ich nicht gerade Tauziehen gespielt? Habe ich doch gerade, oder? Hä, oder was habe ich gerade gemacht? Das ist doch genau das Gleiche. Hör auf. Ach so, das andere war lässiges Tauziehen. Lässiges Tauziehen oder Tauziehen. Und irgendwie da steht ein Stern und da steht irgendwas. Vielleicht trainiert man irgendwas bei ihm. Ah, das könnte natürlich sein. Okay, wir geben nochmal eine Belohnung, weil er hat so fein gespielt mit uns. Jetzt wird er wahrscheinlich fett, weil wir die ganze Zeit immer irgendwelche, ja, Leckerlis geben. Okay, du darfst jetzt erstmal so dein Ding machen. Ich glaube, wir müssen nicht gleich irgendwie duschen oder baden oder so. Was machen wir mit dem Ding? Es liegt jetzt hier irgendwie so blöd in der Gegend rum. So. Oh. Er kommt da nicht runter. Oh nein, das ist ja voll fies. Okay, ne, dann doch nicht. Dann... Ah! Ich will das einfach nur so loswerden. Ja, so, fertig. Boah, jetzt muss ich hier unterschiedliche Sachen mir kaufen. Irgendwie, wo sich das Kaninchen wohlfühlt. Welche Farbe machen wir denn mal? Oh, die ist schön. Ich mag irgendwie kühle Eiche, das gefällt mir. Helle Eiche. Amerikanische Eiche. Oh, das finde ich auch schön. Oder einfach nur weiß oder schwarz. Ach komm, ich nehme mal kühle Eiche. Grundlage ist weißes Holz. Ja, also das mit dem weißen Holz, das finde ich, sieht gut aus. Oder so dunkler. Nee, ich fand das Weiß war schön. Oder schwarz vielleicht? Nee, ich nehme weiß. Das Dach, raue, dunkle Eiche. Mahagoni. Oder so Kirschbaum. Ist auch niedlich, ne? Schwarz. Nee, komplett weiß ist langweilig. Oder graues Holz. Nehm mal das da, das gefällt mir ganz gut. So, Peli. Da geht's ja noch weiter. What? Metall. Ich kann alles aussuchen. Rot. Nee. Einfach nur was Schlichtes so. Ach, das sieht doch ähnlich aus. Da sehe ich jetzt nicht so einen krassen großen Unterschied. Ich lasse einfach das. Bettbezug? Was ist denn Bettbezug? Bitte was? Das ist doch kein Bettbezug. Ach so, das ist unten drauf auf irgendwas. Weiß. Das sieht ja total blöd aus. Rotzel. Wer möchte bitte Rotzel? Nein, danke. Blümchen. Boah, viel zu viel. Nee, auch nicht so mega schön. Ja, rosa ist okay, aber es passt nicht mehr zum Dach. Creme, ja gut, ich würde halt einfach so, ich nehme einfach das, das war okay. Und die Schüssel ist ja mega wichtig. Ich glaube, ich nehme die Farbe von dem Dach so ein bisschen. So, wo tun wir das jetzt hin? Da hinten haben wir ja so einen Bereich, da könnte man es theoretisch hier so reintun. Da ist wahrscheinlich auch der Eingang. Kriege ich das dazwischen? Das wäre doch perfekt, wenn das hier so reinpassen würde. Tut es aber leider nicht. Vielleicht passt es hier rein? Auch nicht. Ich wüsste gerne, wo der Käfig aufgeht. Wo komme ich denn da ran? Wir machen es einfach hier so, irgendwie so vielleicht. Jetzt ist das da so ein bisschen in der Ecke. Ich weiß nicht, ob ich das so... Naja, gut, aber es ist vielleicht auch etwas, fühlt sich da so sicherer. Kanz linke Ecke. What? Ah ja.
Machen wir so ganz abgefahren, rotes Leder. Ich habe jetzt irgendwie, ich würde jetzt gerne so ein bisschen bei den Natursachen bleiben, weil ich jetzt gerade mich schon so darauf eingeschossen habe. Dann müsste ich ja jetzt konsequenterweise entweder so ein Beige auch nehmen oder so ein Braun. Aber ich finde so ein Dunkelbraun, das sieht nicht so lecker aus immer. Ich nehme mal vielleicht das da. Beine, ja, können meinetwegen dunkel sein. Ich finde, da sieht man nicht so den krassen Unterschied. Schwarz würde ich vielleicht nehmen. So. Und ich finde, die Ecke kann eigentlich auch in so eine Ecke rein. Da stößt man sich allerdings den Kopf, ne? Ja gut, wir haben hier überall Schrägen, da stößt man sich über den Kopf. Dazu kommt dann ein Couchtisch. Ich hätte gerne wieder so, ja, raue, dunkle Eiche. Graues Holz. Kühle Eiche nehmen wir wieder. Wir bleiben so ein bisschen dabei. Boah, nee, jetzt ist es so dunkel geworden. Kann ich vielleicht Licht kaufen? Ich brauche doch Licht irgendwo bestimmt. Was ist das hier? Tischlampe. Deckenlampe. Ja, das brauche ich. Deckenlampe in Braun. Auf jeden Fall nehmen wir Braun. Metall. Rot. Ja, weil man einfach voll den krassen Unterschied. Warum sieht man denn hier den Unterschied nicht? Das ist doch voll doof. Ich nehme einfach wieder Braun. Davon brauche ich übrigens zwei. Ah, die mache ich hier an die Balken dran. Hallo? 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 Wieso geht das nicht? Soll das? Aha, muss ich weiter weg sein oder wie? Vielleicht stehe ich im Weg. So, dann hier einmal. Nein, ich habe keinen Lichtschalter, um die anzumachen. Oder doch? Habe ich? Oh, ich glaube, die ist schief. Da ist ein Lichtschalter. Ja, ich habe Licht. ja, jetzt kann ich auch besser sehen. Die hängt nicht so perfekt. Ah, kleiner Dreckspatz. Na, Lassie. Ja, du kratzt dich, ne? Da, der Dreck, der fliegt hier nur so, wenn du dich kratzt. Dunkles Sitzkissen, Gloria. Gloria. Ja, wir nehmen mal wieder Braun und nehmen aber wieder Rot. Wir haben jetzt immer so ein bisschen Braunrot. Wir wollen ja, dass das hier passt alles. Mein Gott, ist das ein fettes Kissen. Zwei Stück? Was? Das soll alles hier oben reinpassen? Wie soll das gehen? Da komme ich ja nicht mehr auf den Balkon raus. Okay, ich stelle einfach erstmal das dahin und dann gucken wir mal. Das ist ja unglaublich fett. Es passt überhaupt nicht. Uff. Oder muss das gar nicht alles hier oben rein? Ich habe dafür das ganze Haus vielleicht Platz. Und ich versuche das jetzt hier alles oben reinzukriegen. Nee, oder? Braun. Oh, ich kann sogar die Schubladen unterschiedlich machen. Wir machen das mal so. Schreibtisch. Schreibtisch vors Fenster. Kann man nämlich gleichzeitig rausgucken. Ein heller Bürostuhl, den man aber in Schwarz sich holen kann. Läuft, oder? Kühle Asche. Oh. Oha. Haben wir irgendwas, was hier sonst noch schick passt? Ja, so vielleicht. Beige. Oder weiß. Wir nehmen weiß. Ja, unten finde ich wieder nicht ganz so wichtig. Nehmen wir einfach so ein Gold. Goldenes Metall ist auch okay. Das nehmen wir. Oh. Passt jetzt, finde ich, nicht ganz so mega gut zu dem Tisch, weil den Tisch habe ich ja jetzt nicht in Holz genommen. Aber da gab es auch nicht so dieses Holz. Naja. Schreibtischlampe. Kann man nichts auswählen. Ah, mach das Licht an. Ja. Toll, das hat es ja voll gebracht. Ein Schrank mit Schubladen. Raue, dunkle Eiche. Ja, aber wir nehmen wieder kühle Eiche. Oh, ach so. Dann kombinieren wir das doch miteinander. Ja, das finde ich gut. Hier so an die Wand. Da haben wir dann noch eine Tischlampe. Dunkle Esche. Raue, dunkle Eiche haben wir auch schon gehabt. Nee, wir nehmen wieder kühle Eiche. Aber der Lampenschirm, der gefällt mir irgendwie nicht. Der ist mir zu langweilig. Haben wir da nicht irgendwas anderes mal? Vielleicht einfach mal so ein Tupfer in dieser Farbe? Oder so, Meeresblau? Stellen wir dann hier oben drauf. Kann ich das auch anmachen? Ja. Ich hätte gerne noch was für diesen Tisch. Und ich glaube, dass wir diese komischen Stühle da, die stellen wir woanders hin. Das passt einfach gar nicht. Klimaanlage? What? Ein Teppich. Oh. Ah, ja, guck mal, das ist ja von der Farbe her. Wenn ich dann hier so einen, den könnte ich auch nehmen. Oder einfach nur ein Grau. Vom braunen Ton wäre das natürlich ganz schick. Oder bunt. Bunt und dann machen wir den hier so, da so hin. Ach so, noch einer. Oh, okay. Dann nehmen wir vielleicht doch noch eine andere Farbe. Dann nehme ich einmal noch, kann den sogar in L kaufen. SML. Dann mache ich da hinten so eine gemütliche Sitzecke hin. Hier und das nehme ich da. So, einen hier und den dann dorthin. Dann haben wir hier so eine kleine Kuschelecke und noch so eine fette Blume. Ja, das ist nicht so das Rot, was ich mir dachte. Ja, dann nehme ich lieber wieder Cyan. Wir haben jetzt immer so ein bisschen Cyan und halt aber auch nochmal so ein Rot. Puh, doch vielleicht nehmen. Und dann haben wir noch eine, so eine kleine. Die könnten wir vielleicht auf den Tisch draufstellen. Ja, dann nehme ich da auch wieder Rot. Ist zu viel? Eventuell ist es zu viel. Hast dann sonst nichts mehr drauf. Oh, das Kaninchen. Ach so, Mann, ich dachte. Na ja, gut. Ein Kaninchen mit einem Ohr. Das kommt hier auf die Couch. Hä, kommt's nicht? Ich kann das nicht auf die Couch setzen. Kann es auf den Tisch setzen? Na toll. Dann setze ich es hier rauf. Ich hätte es auch hier reinsetzen können. Nee, hätte ich nicht. Geht nicht. Und als letztes fehlt noch die Klima. Boah, 584 Ufer. Das machen wir hier. Dann können wir das nämlich nach draußen direkt rauspusten, die Luft. Hä? Oh nein, jetzt muss ich erstmal kaufen oder was? Mein Budget ist ja richtig heftig. Kein Platz mehr, ne? Kein Budget mehr. Ja, ich weiß. Aber ich sollte das hier alles kaufen. Was soll ich machen? Dann müssen wir das jetzt hier halt erstmal durchziehen so. Wir sind dann arm, aber glücklich. Und obendrauf. Och, Herr Jemine. Jetzt muss ich die ganzen Dinger hier verzubbeln oder was? So, ich mache erstmal die ganzen Kabel rein und dann mache ich danach die Schrauben runter. So, alles eingetütet. Jetzt müssen wir alles nur noch hier reindrehen. Und letzte Schraube. Das dann zusammenschließen. Das hier auch. Hier nochmal zusammenschrauben. Was ist das denn? Oh,
So ein dickes Ding, okay. Und jetzt die Klappe drauf. Fertig? Ja. Uff. Oh, ich bin ja richtig weit unten mit meinem Budget. Aber wir haben ein kleines Zimmer hier errichtet. Was meinst du, Lassie? Gefällt dir? Oh, jetzt ist ja eingeschlafen. Oh. Ja, guck mal, ich glaube, wir haben jetzt hier den Auftrag beendet. Oder auch nicht. Ist unten noch was? Was ist eigentlich mit meinem Kaninchen? Wo ist das? Wo ist denn jetzt noch was? Draußen? Oh, hier unten habe ich noch was. Hier muss ich noch irgendwas sauber machen. Aber wo? Hier irgendwo. Hier ist irgendwo Dreck. Am Dach? Ah, okay, das ist weg. Und draußen war auch irgendwas. Taubenschlag. Hä? Ach so, den soll ich kaufen. Ah. Ja, nehmen wir mal wieder kühle Eiche, ne? Würde ich mal sagen. Damit so ein bisschen Mahagoni gemischt. Noch eine dritte Farbe. Ja. Dunkle Kastanie vielleicht dazu. Details Gold. Ja. Wenn man wüsste, wo. Manche Dinge, finde ich, sieht man nicht. Ja, komm. Wo machen wir das hin? In den Vorgarten? Damit die Leute direkt wissen, was hier Phase ist. Ja, komm, wir machen das hier hin. Ha! So, jetzt haben wir alles da. Nur mein Hund ist irgendwie weg. Ich hoffe aber, der ist beim nächsten Ding wieder dort. Was ist, wenn ich jetzt den Auftrag beende? Was passiert? Boah, 5.400 habe ich gekriegt. Uff! Ah, oh, sieht so schön aus. Guck mal, ist ja richtig toll geworden. Ah. Oh nein, der Stuhl steht schief. Der Stuhl steht schief. Das ist aber nicht gut. Das habe ich nicht gesehen. Nicht ganz so viel verändert? Nein, jetzt komme ich wieder zurück in mein hässliches Apartment. Aber ist mein Hundi da? Mein Hundi ist da! Ja, aber er hat seinen Hut verloren. Bedürfnisse Hygiene. Ich kann den immer mit zum Job nehmen. Oh, wie cool. Und wie kann ich ihn jetzt... Bedürfnisse Hygiene. Ich habe doch eine Dusche, oder? Komm mal mit, Kleiner. Hier, guck mal. Können wir dich hier duschen? Oder geht die gar nicht? Ah, Schnucki, ich glaube, wir müssen dich mitnehmen zum Job. Morgens Haustierpflege. Oh. Was? Haustierhotel? Was? Australischer Schäferhund. Oh. Hilfreich, Racker, lebhaft. Husky, Hundebaby. Oh mein Gott. Hilfreich, Racker, lebhaft. Auch. Mops. Jung. Persönlichkeit. Nicht faul. Freundlich. Nicht gourmet und sauber. Border Collie. Das sieht aber nicht aus wie ein Border Collie. Hilfreich, lebhaft, freundlich. Stur. Border Collie ist stur. Zwergspitz. Ah. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. Das ist eine Mischung aus Schönheit, Intelligenz und Erkundungsdrang. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir hier so Süße. Und ich kann mir jetzt jedes aussuchen und nehmen, ne? Australischer Schäfer. Oh. Katzen. Nein, ich kann mir auch Katzen aussuchen. Oh, guck mal, jo, wie süß. Bengalkatze. Lebhaft, Racker, Vielfraß. Ja, ja, Racker auf jeden Fall. Eine Bombay-Katze. Die ist schwarz. Stur. Die ist auch stur. Eine Maine Coon. Oh, die ist toll. Katzen sind alles Racker. Ah, nee, doch nicht. Die ist freundlich. Stimmt, britisch kurz. Haar, die sind wirklich sehr freundlich. Ruhige und ruhige und freundliche Katzen, die sind toll. Europäisch Kurzhaar. Oh, die ist ja super klein. Ein Kätzchen. Freundlich, lebhaft, viel Fraß. Norwegische Waldkatze. Oh, die sind toll. Aber die sind groß, die sind nicht so klein. Ah ja, ist ein Kätzchen, ist auch noch sehr jung auf jeden Fall. Lebhaft und stur. Eine Sphinx. Oh, ja, die haben eigentlich kein Fell. Genau, haarlose Katze steht da. Und die sind auch super freundlich und super verschmust. Das, was man normalerweise eigentlich nicht denken würde. Hatte ich auch mal drüber nackt gedacht, aber ich war mir nicht so sicher, wie das ist, so mit Katzen und so. Naja, aber eigentlich finde ich die ganz toll. Oh, da steht ja sogar männlich. Eine Ragdoll. Ragdoll ist sehr ähnlich wie meine. Das ist ähnlich wie eine heilige Birma, aber ich finde nicht, dass es gerade aussieht wie eine heilige Birma. Nur, dass sie halt eben keine weißen Pfötchen haben, sondern die haben halt dunkle Pfoten. Aber ähnlich wie heilige Birma. Boah, da könnte ich mich halt überhaupt nicht entscheiden. Kaninchen. Einfach nur Kaninchen. Ausgewachsen. Ja, das hätte ich gerne da schon mal reingesetzt. Oh, so voll süß. Nagetiere. Meerschweinchen. Was, Kind? Das hat gerade so sah so süß aus. Wie anmutig. Das wäre ein weibliches Meerschweinchen. Hier haben wir einen Hamster, einen männlichen Hamster in Grau und ein Meerschweinchen ausgewachsen männlich in so Hautbeigefarben. Dann guck mal, Reptilien, habe ich doch gesagt. Ein Leguan, der sieht auch toll aus. Bewegt er sich auch? Naja, die bewegen sich ja generell relativ langsam. Bewegt sie bestimmt. Eine Schildkröte ausgewachsen, eine männliche, eine Rotwangen-Schmuckschildkröte. Oh ja, die kenne ich, die hatte meine Freundin damals auch. Die sind aber relativ klein. Und ein Leguan ausgewachsen in Grün. Noch eine Schildkröte, weiblich. Das heißt, man kann sich halt ein Aquarium auch holen. Boah, Papagei. Oh mein Gott, den hätte ich auch so gerne. Ein Papagei. Ein Kakadu ist das. Oh, guck mal, der ist so süß. Ich wollte auch so gerne einen Papagei haben. Aber dann dachte ich auch so, oh, die sind so laut. Und dann weiß man auch nicht so, ob man denen das irgendwie so recht machen kann. Ich liebe das, was sie da tun. Oh, total. Oh, ich weiß nicht, was ich als erstes mir holen soll. Muss ich dafür eigentlich auch was zahlen? Fische. Siegelflosse. Dann ein Bärbling. Boah, ich kenne mich leider gar nicht aus mit Fischen. Und ein Millionenfisch. Richtig schön, voll bunt. Schlangen könnte man sich auch holen. Bewegt die sich?
Fickt sie sich? Ja. Bist du auf der Suche nach etwas Zischen in deinem Haus? ja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie großartig Angst vor Schlangen, aber ich habe Respekt. Eierschlange. Zwei ausgewachsene Männchen. Können die sich eigentlich auch paaren? Das wäre der Hammer. Spinne. Ach, was ist das für eine? Diese großen achtäugigen Spinnen fallen sofort auf. Nein, 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 lieber nicht. Aber die ist hübsch. Also ich finde, die sehen schon sehr edel aus, aber ich habe da sehr großen Respekt vor. Und was ist das jetzt hier? Tierhotel? Haustierhotel? Haustier im Hotel? Haustier zu Hause? Ach, guck mal. Neues Zuhause finden? Na, die spinnen ja wohl. Ich gebe doch nicht meinen kleinen Hund ab. Hallo? In Hotel unterbringen. Was ist denn, wenn ich den im Hotel unterbringe? Wird er dann vielleicht mal geputzt oder so? Tutorial. Alter, ich nehme schon so lange auf, aber ich denke mal, ich werde am Anfang halt richtig viel weggeschnitten haben. Ich würde ja gerne mal hier reingucken, ne, ins Tutorial. Das machen wir jetzt nochmal. Da kann ich ihn adoptieren. Genau, das haben wir ja gesehen. Hä, es gibt ja noch mehr. Vielleicht wechseln die immer. Boah, dann muss ich ja eigentlich alle haben. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Und wir brauchen unbedingt Namen. Wenn ich dem selber einen Namen geben kann, dann brauche ich ganz dringend irgendwelche süßen Namen. Wenn es ein kleines Tier ist, musst du auch ein Gehege wählen. Ja, das ist die Adoption. Okay. Haustierfenster. Ach, da steht sogar was hier, was die brauchen. Ja, vorhin brauchte er ja nichts. Hygiene, Schlaf. Ja, das, Ich weiß halt noch nicht genau, wie ich das jetzt, befriedigen kann. Also die Bedürfnisse. Ah, ich verstehe. Und wenn es einen Hut auf hat, dann hat der Hund keine Bedürfnisse. Beziehungsweise das Tier. Und manche haben Bonuseigenschaften für dich im Job. Aha, das ist ja interessant. Hilfeeigenschaften. Oh, guck mal, der trägt mir den Eimer. Was? Oh, und der buddelt mir die Pflanzen ein. Hä? What? Vielleicht ist das ja auch so, dass man den erstmal trainieren muss. Das wäre der Hammer. Wenn man mit denen spielt, dann macht man sie glücklich. Ja, okay, das macht Sinn. Das habe ich jetzt wahrscheinlich vorher natürlich nicht gesehen, weil der ja keine Bedürfnisse hatte. Und deswegen hat man da auch nicht gesehen, dass er irgendwie happy war oder so, weil ich mit ihm gespielt hatte. Füttern. Ich habe ja noch gar nichts zum Füttern. Also muss ich hier zu Hause mir mein Haus richtig schön bauen. Oh, Leute, jetzt bin ich ja getriggert, ne? Jetzt bin ich ja getriggert, dass wir uns ein schönes Haus kaufen können, weil das hier ist ja viel zu klein, damit ich dann meine Tiere da großziehen kann. Das heißt, ich brauche dann ein extra Zimmer vielleicht. Nee, eigentlich brauche ich kein extra Zimmer für die, aber schon ein bisschen mehr Platz, damit ich denen Essen und Trinken dann geben kann und damit die eine Hundehütte oder so einen Katzenkorb und einen Kratzbaum vielleicht kriegen können. Was kann man denn so kaufen? Das kann ich mir ja jetzt auch nochmal kurz angucken. Ja, oh, schlafen, ja. Ja, genau, da brauchst du ein Hundekörbchen. Oh, das muss ich ja jetzt erstmal. Badezeit. Da. Wo kriege ich das? Das muss ich kaufen bestimmt. Aus Töpfchen gehen. Habe ich überhaupt schon genug Geld? Ja, der Hund macht draußen. Hundebabys, da braucht man etwas Geduld. Okay, das heißt, die machen auch schnell mal in die Wohnung. Und die Katzen brauchen natürlich eine Katzentoilette. Und wenn man sie ins Tierhotel gibt, wenn ich umziehe, dann kümmert der sich in der Zwischenzeit darum. Okay, das ist ja eigentlich echt cool gemacht. Da muss ich mich jetzt erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Da ist er. Oh nein, das ist bestimmt unglücklich, ne? Hygiene. Ja, Hygiene, genau. Was kann ich denn hier für dich kaufen? Haustiere. Ja. Boah, what the hell? Meerschweinchengehege. Okay. Es hat gebellt. Höhlenbett. Oh, das ist ja so süß. Oh, ich brauche irgendwie ein Bettchen für ihn. Ich guck mal bei Hunde. Tierwaschtisch. Sanchez. Frisbee. Da kann ich mit ihm spielen. Ja, das habe ich ja eigentlich schon. Eine helle Hundeschlafmatte. Ich befürchte, dass das zu groß ist. Ich guck mal, wie das hier so funktioniert. Ich habe jetzt noch nicht so... Ich weiß noch nicht genau, wie ich mich einrichten soll. Vielleicht nehmen wir sowas hier. Ich nehme mal den da. Eine Hundeschlafmatte. Oh mein Gott, die ist ja riesig. Mein Haus ist zu klein. Oh, du kleiner Süßer, was machen wir denn mit dir? Oh nein. Habe ich nicht was Kleineres? Der Hund ist doch sowieso so klein. Das muss doch irgendwas Kleineres geben zum Schlafen. Das ist bestimmt noch größer. Uff. What? Waschzuber für kleine Hunde. Ja, das brauche ich definitiv. Napfmatte. Hundebett. Ist das vielleicht kleiner? Bitte sag, das ist kleiner. Mann, das ist auch so riesig. Ich brauche ein neues Haus. Leute, ich brauche Geld, um mir ein neues Haus zu kaufen. Was tun? Eine Pipimatte. Hm? S. Ja. Hundebett in S. Genau, genau, sowas brauche ich doch. Das ist doch niedlich. Das nehmen wir. Ja, passt du da rein? Wie ihr guckt. Schau mal. Da. Geht er da jetzt rein? Der guckt mich an, weil er so genervt ist, weil er so dreckig ist. Der will einfach nur baden. Nicht aufs Bett. Nicht aufs Bett. Nein, nein, nein. Ja, ich hole mir jetzt einfach mal hier für kleine Hunde so einen Waschzuber und stell den nach draußen. Wir machen das draußen. Komm her. Ja, komm her. Hochheben. Na, komm schon. Du wirst jetzt gebadet. Du wirst jetzt gebadet, du kleines Tier. So. Und jetzt? Keine Ahnung, was ich tun muss. Aha, da habe ich eine Dusche. Interagieren? Nee. Ach so, einfach duschen. Er schüttelt sich. Oh, ach guck mal da, jetzt ist es abgelaufen. Föhn, einmal föhnen. Trocken. Sehr gut. Fertig, ne? Ja, einmal fein gemacht. So, super. Und jetzt hat er keine Bedürfnisse.
Ja, das ist doch toll. Ja, und dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen Namen für den Kleinen hier. Wo sehe ich denn, ob das ein Männchen ist? Das ist doch ein kleiner Junge, ne? Oder war das ein kleines Mädchen? Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein kleiner Junge. Wir holen dich erstmal raus und dann kümmern wir uns darum, dass wir hoffentlich bald ein besseres, schöneres, größeres Haus bekommen. Ich kann ihn da reinsetzen. Oh. Nein, er hat sich da reingelegt. Wie niedlich. Ich glaube, ich werde hier nicht unbedingt sehr viel mehr Arbeit reinstecken in dieses Haus, sondern ich werde mich darum kümmern, dass wir ein neues Haus kaufen können. Kann ich das schon? Da, guckt mal einer an. Hier kann ich ein neues Haus mir leisten. Oder ich kann ein neues Haus kaufen, das umarbeiten und es dann wieder verkaufen, um dann mehr Geld zu haben, um mir dann ein eigenes Haus zu kaufen. Ich glaube, da arbeiten wir vielleicht mal in der nächsten Folge dran, dass ich da ein bisschen Kohle mit verdiene. Und dann ziehen wir hoffentlich bald um und baue dann für meine kleinen Tierchen, die ich mir dann noch holen werde, ein richtig cooles Haus mit richtig coolen Einrichtungsmöbeln und so. Das heißt, es wird immer so ein Mix aus, ich verkaufe so ein bisschen was und richte das ein, um dann was anderes für mich kaufen zu können. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich mal relativ lang aufnehmen und das dann ordentlich zusammenschneiden. Boah, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig hingekriegt habe. Ich habe fast 2,5 Stunden aufgenommen. Oh Gott. Vielleicht mache ich auch jetzt zwischendurch einmal so schon mal den Anfang, damit ich ein bisschen Kohle habe, ja? Also, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. When there's no more light.